Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur heutigen Legung zum Vollmond in Wassermann. Ja, meine Lieben, das ist ein ganz besonderer Vollmond im Wassermann am 19. August, denn er findet inmitten von einem extremen Spannungsfeld statt. Wir gehen jetzt in großen Schritten auf ein kosmisches Gewitter zu. Alle Planeten sind beteiligt, Mars, Saturn, Merkur, Uranus, Venus, Jupiter und die Sonne, alle stehen in disharmonischen Aspekten zueinander. Und zwar, ich würde sagen, wir sind bereits in Vorwehen. Der erste Transit wird am 15. exakt, der letzte am 23. und eben mitten in dieser sehr, sehr, sehr unruhigen Energie findet eben dieser Vollmond statt. Und dieser Vollmond ist ein ganz, ganz, ja, besonderer Vollmond. Ne? So, Vollmond heißt immer, ein Zyklus schließt sich, was möchte gehen? Das ist immer die Frage, die wir uns zum Vollmond stellen dürfen. Jetzt ist aber dieser Vollmond ein Vollmond, der das kollektive Erwachen auslösen wird durch die Ereignisse, die die rund um diesen Vollmond stattfinden. Also diese Bewusstseinserweiterung, Fortschritt, Revolutionsgedanken, ne? So, die wir ja jetzt dann auch schon ein paar Jahre haben in der Gesellschaft. Ne? So, Bewusstseinserweiterung, bewussteres Leben sind ja schon länger laute Themen. Aber das wird jetzt irgendwie nochmal lauter und kollektiver. Wer geht mit dem Fortschritt? Wer ist dieser Revoluzer? Wer erkennt die neuen Werte dieser Gesellschaft? Und da erwachen jetzt auch sehr viele aufgrund dieser Dinge, die im Außen passieren werden. Und ich habe die Vorschau für August, das Alte macht beim Sterben lernen. Ne? Genau da gehen wir jetzt drauf zu. Merkur ist rückläufig, da fällt es mir unglaublich schwer, meine Sätze zu beenden. Also, das Alte macht beim Sterben lernen, so habe ich die Legung genannt. Und genau da gehen wir jetzt drauf zu. Na, so, wir dürfen mit diesen, ich sage jetzt mal, Herrscherenergien, mit dieser alten weißen Männerenergie, mit Machtdemonstrationen, Kriegsgeschehen, ne? Mars ist Gott des Krieges, Streitigkeiten, Mars steht gerade in den Zwillingen, ne? Es wird irgendwie laut werden. Es wird laut werden und es wird Debatten geben und es wird Streit geben. Und inmitten dieser Energien ist dieser Vollmond, zeigt dein wahres Ich. Ich möchte ihn aber umformulieren. Die Welt zeigt ihr wahres Ich, das Außen zeigt sein wahres Ich. Ne? Wer bewusst ist und achtsam und auf Energien, auf die Botschaften zwischen den Zeilen achtet, der bekommt ein ziemlich klares Bild davon, was das gerade für Prozesse sind. Ne? Was lehnt sich auf? Wo sind diese Machtspielchen? Wo ist diese alte Energie? Und wo ist die Revolution, Wassermann-Energie, die dagegen anhält? Ne? So, ich habe vor ein paar Wochen in dem Live mit der Susi zum Neumond in Löwe habe ich den ganz lauten Impuls bekommen, das Gute wird gewinnen. Und jetzt ist es der letzte Wassermann-Vollmond im, oder wie soll ich sagen, in dieser alten, auf dieser alten Timeline. Denn ab November, ne, geht Pluto endgültig in den Wassermann und dann will diese Revolution, dieser Fortschritt durchgebracht werden. Also hier, jetzt in diesen kommenden Tagen gibt es wirklich, ne, Uranus-Energie ist Turm-Energie, wachrüttelnde Momente. Kollektives Erwachen, Bewusstseinserweiterungen, Aufstiegsenergien. Und wir haben die Möglichkeit, anhand der Dinge, die passieren, anhand der Erkenntnisse, die gewinnen, anhand der Wendepunkte, Entscheidungen zu treffen. Ne? Wir sind hier die Liebenden, wir haben Jupiter in den Zwillingen, wir haben Mars in den Zwillingen und die Liebenden sind zwei Seiten. Ne? Dualität, zwei Seiten. Und wir haben jetzt die Möglichkeit zu erkennen,
Auf welcher Seite wollen wir uns eigentlich einordnen? Wo stehen wir? Was sind unsere Hoffnungen, Wünsche, Visionen? Gehen wir mit dem Fortschritt? Sind wir bereit für Veränderung? Denn Wassermann und Uranus-Energie sagen, es wird sich extrem viel verändern in den nächsten Jahren. Und wo positioniere ich mich jetzt, um meinen Werten treu zu bleiben, um diesen wassermännischen Werten treu zu bleiben? Was bedeutet Revolution? Was bedeutet Fortschritt? Was bedeutet mit der Zeit gehen? Was bedeutet neue Visionen haben? Und ich habe das Gefühl, dass diese Ereignisse rund um diesen Vollmond uns eben Positionierungshilfe geben. Aber auch, ne, wir haben extrem viel Kommunikation im Feld, auch mit dem rückläufigen Merkur, der jetzt wieder in Löwe ist, eben unseren Standpunkt auch zu behaupten und unserem eigenen Weg treu zu bleiben. Egal wie sehr es den Konventionen der Gesellschaft oder deines Umfelds oder von anderen zu widerstreben scheint, weil Widerstreben ist Wassermann-Energie. Und ich bin sehr gespannt auf die nächsten Tage, was da alles passiert, aber dieser Vollmond wird uns die Tür zum November öffnen. So nehme ich das wahr. Im November wird das Gute gewinnen. Ich finde es auch sehr spannend, dass ausgerechnet im November die Wahlen in Amerika sind. Na, dann erleben wir ja auch die Spaltung, diese zwei extremen Seiten. Ich sage, das Gute gewinnt. Alles andere würde aus wassermännischer Sicht gar keinen Sinn machen, aber jetzt, ne, jetzt kommt erstmal, ich sage jetzt mal, der schwierige Teil dieses Prozesses. Genau. So, meine Lieben, das als kleines Intro. Ich räume jetzt kurz die Karten weg und dann starten wir mit der Legung zum Vollmond. So, meine Lieben, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, ne, die Weltgeschehnisse oder Geschehnisse, die du in deinem Umfeld beachtest, die würde ich tatsächlich gerade mit sehr viel Wassermann-Energie betrachten, mit Aufnahmefähigkeit, Zusammenhänge herstellen, weil egal ob du, also es wird so ein roter Faden geben, der sich entweder durchs Weltgeschehen zieht oder durch deine Situation oder durch die Situationen, die du in deinem Umfeld erlebst, es wird so einen roten Faden geben, es wird so diese Energie geben und diese Energie. Und dieser, ne, dieser rote Faden, der zieht sich so ein bisschen durch alle Prozesse. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich in die Wassermann-Energie gehen und diese Prozesse verstehen, ne, rückläufiger Merkur, Venus in Jungfrau, und diese Prozesse verstehen, dann können wir auch den Trend für uns selbst daran erkennen. Ne? Es ist ein großer Energiestrom, der sich jetzt so durch alle Bereiche ziehen wird. Ne? Und am Ende kommt da eine große Wahrheit raus. Die Welt zeigt ihr wahres Ich und auch du bist aufgerufen, dein wahres Ich zu zeigen. Authentisch, ne? Wassermann-Energie ist authentischer Fortschritt, authentisches Sein, bewusstes Leben, bewusstes Wahrnehmen, Achtsamkeit, Soziales. Ne? Was ist das Beste für alle? Was ist das Beste für uns? Dieses riesengroße Wir-Gefühl, das echt auch, ich sage jetzt mal, erwachen darf, weil die Welt braucht auch dieses riesengroße Wir-Gefühl. Aber jetzt schauen wir mal. So, liebes Universum, eine Botschaft hier zum Vollmond in Wassermann am 19. Ein Neubeginn steht an, ja? Wirklich. Das Ende einer schweren Phase, oder freuen wir uns aber. Meine Lieben, Steinbock-Energie, Wassermann und Steinbock-Energie. Genau das ist dieser riesengroße Prozess. Ich meine, ne, wenn du meine Videos regelmäßig schaust, dann weißt du das, ich erzähle euch das seit Monaten. Das Ende einer schweren Phase. Was darf gehen? Was behindert Fortschritt? Was ist nicht authentisch? Was ist an alte Werte, alte Denkmuster, alte Glaubenssätze gehaftet? Wo limitiere ich mich selber? Wo limitiere ich die Vision? Na, so, das Ende einer schweren Phase, das wird jetzt eingeläutet durch diesen Vollmond. Ein Neubeginn steht an, die Energie kommt in Fahrt, Zeit der Heilung. Das immer wieder und betrachte das Gesamtbild. Meine Lieben, genau das, wirklich. Erkenne das große Ganze. Schau über den Tellerrand hinaus, sei der eigene Visionär.
Betrachte das Gesamtbild. Wir haben jetzt wirklich eine Chance zu erkennen, was gehen wird und was bleiben wird. Was wachsen, heilen, sich entwickeln darf und wo, ne, wo die Uhr einfach abgelaufen ist. Ne? So, witzigerweise trifft es auf mich ja auch sehr krass zu. So, ein Neubeginn steht an. Ich habe das Gefühl, dass ich den ans Ende legen will. Weil das ist jetzt die Phase, ne, die uns wirklich in diese neue Welt, also wir sind ja schon in dieser neuen Welt, aber halt noch nicht alle von uns oder noch nicht so viele, wie die neue Welt dann braucht. So, die Energie kommt in Fahrt und Zeit der Heilung. Das ist für mich dieser Impuls von das, was jetzt ausgelöst wird durch diese Spannungsfelder, durch diese ganzen unvorhergesehenen, oh mein Gott, was passiert jetzt eigentlich alles, das ist der Kickstarter, ne? Die Energie kommt in Fahrt. Für die Heilung, die wir brauchen, für diese Wassermann-Energie, die wir brauchen. Also ehrlich gesagt glaube ich schon, dass es ganz schön viel ist. Die Energie kommt. Ich schaue jetzt mal, weil ich habe tatsächlich Freitag, letzte Woche Freitag, kurz bevor mein Papa gekommen ist, versucht, eine Wochenbotschaft aufzunehmen, weil ich euch einfach mit einer Wochenbotschaft in diese Woche gehen wollte und wollte da auch schon über diese Spannungsaspekte legen. Und dann habe ich mir hierher gesetzt und die Botschaften kamen einfach nicht durch. Das war einfach, ne, ich habe einfach, ja, habe es nicht gefühlt, das mit dem Kartenlegen an dem Tag. Und da wollte ich auch schon die ganze Zeit über diese Spannungsaspekte reden, die jetzt auf uns zukommen. Auch diese, und die Legung, die wurde extrem positiv, was mich dann auch noch mehr verunsichert hat, weil aus astrologischer Sicht eher die schwierigen Dinge jetzt auf uns zukommen. Aber jetzt habe ich zum zweiten Mal diesen Impuls, dass ich es gar nicht so dramatisch wahrnehme. Wir schauen mal. So, das Ende einer schweren Phase wird eingeleitet. Und ich bleibe dabei, die Welt zeigt ihr wahres Ich. Und ich meine, ich bin ja selber gerade in einer schwierigen Situation, aber trotzdem, ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin gar nicht verzweifelt, sondern ich verstehe, dass jetzt ein neues Leben für mich beginnt. Und ja, das Loslassen ist sehr schmerzhaft und sehr traurig, aber es ist nicht so, dass, also in mir gibt es auch einen Teil natürlich, der sich auch auf diesen neuen Lebensabschnitt freut, auf das, was da kommt, wo ich noch gar keine Ahnung habe, wie mein Leben dann ausschauen wird. Die zwei Schwerter, interessant. Aber darauf was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen? Das ist wirklich, das ist schwierig mit rückläufiger Merkur in der Jungfrau. Also nee, er ist ja wieder im Löwen, aber er hat mich ganz schön im Griff, der rückläufige Merkur. Okay, wir schauen jetzt einfach mal weiter, meine Lieben. Zwei Schwerter. Habt ein bisschen Verständnis mit mir, dass das wollte ich sagen. Sorry. Habt ein bisschen Verständnis mit mir. Es gibt auch Menschen, ne, meine zwei besten Freundinnen sind gerade in den Flitterwochen und es ist total herrlich. Meine liebe Freundin Susi ist voller Schütze-Energie, voller neuer Ideen, voller neuer Energie. Ne, so. Also es gibt sehr viele Menschen, die gerade in so einer ganz, ganz, ganz tollen, wundervollen, leichten Energie sind. Und vielleicht dürfen es jetzt einfach mehr werden. Das Ende einer schweren Phase, die zwei Schwerter, die neun Schwerter, der Ritter der Stäbe. Und auch bei mir ist es so, ne? Ich rede jetzt einfach ein bisschen bei mir, weil ich mich damit identifizieren kann. Im größten Kummer, im größten Schmerz, in so einer richtigen neuen Schwerterenergie, kommt immer wieder, Ritter der Stäbe, etwas rein, was mich beflügelt, was mich leicht macht, was mich unterstützt in meinem Weg, auf meinem Prozess. Und das sehe ich hier auch. Wow, der Turm an der Unterseite des Decks. Und darunter die 10 Schwerter. Und darunter der Hierophant. Und darunter das Gewicht. Okay. Okay. Also das ist auch wieder ein Hinweis auf das große Erwachen, ne, auf universelle Unterstützung, auf göttliche Hilfe. Ich liebe es, dass der Turm und die 10 Schwerter hier liegen.
Weil das ist, ne, so, das ist das Ende der schweren Phase. Also ja, möglicherweise bringen diese Spannungsenergien, die wir da jetzt haben, auch kurzfristig, ne, während rückläufiger Merkur haben wir oft das Gefühl, nicht klar zu sehen oder Dinge, ne, nicht richtig einschätzen zu können. Aber es sind am Ende des Tages doch Ereignisse, die uns dabei helfen. Ne, es sind göttlich geführte Ereignisse, Awakening-Momente, Wendepunkte, Licht am Ende des Tunnels. Es tut sich ein neuer Weg auf. Aber auch alte Werte loslassen, nehme ich gerade wahr. Der ehrlich gesagt, wir klären jetzt gleich den Ritter der Stäbe ab, durch positive Einflüsse kommt. Also vielleicht ist es auch so, dass im Dunkel der Welt jetzt bahnbrechende positive Momente passieren, dass das Licht, ne, hier ist sehr viel Licht, dass das Licht in diesen dunkelnden Momenten auf einmal heller erscheint und uns den Weg leuchtet. Ne? So. Also das Ende der schweren Phasen wird offensichtlich abrupt und plötzlich ausgelöst, aber es ist, ne, 9 Schwerter, 10 Schwerter. Es ist der letzte Schritt, das ist das Ende der schweren Phase. Und irgendwie, also ich habe den gleichen Impuls wie beim Freitag oder wie am Freitag, dass ich positive Ereignisse wahrnehme. Göttlich geführte Ereignisse, ne? Das Gericht ist Erleichterung, ist Rebirth, ein Aufwachen. Okay, Ritter der Stäbe. Was bist du für ein, ne? Ritter sind Handlungen. Ritter sind, ja, Impulse, die uns aktiv machen. Impulse, die uns in die Handlung bringen. So, also Ritter der Stäbe. Ein Impuls, der uns in die Handlung bringt. Die Welt. Okay, wow. Der Welt mit offenen Armen zu begegnen, habe ich gerade gehört. Ja, wirklich. Glauben. Was glaube ich von der Welt? Möglicherweise. Was glaube ich von meiner Welt? Wir dürfen irgendwie etwas, das wir glauben, und das ist vielleicht eher mit Negativität behaftet. Wir dürfen etwas, was wir glauben, loslassen. Weil es nicht mehr dem entspricht, was authentisch ist, was. Noch eine Karte zum Ritter der Stäbe. Vielleicht wird auch uns mit offenen Armen begegnet. Ne? So, wow, okay, also alles klar. 3 Schwerter, 4 Kelche, 8 Stäbe, die Mäßigkeit. Okay. Ich bleibe dabei, meine Lieben. Ich habe auch so ein bisschen auf die Titel geachtet, die andere Kartenleger gerade hochladen für die kommende Zeit. Und es sind auch positive Titel gewesen. Also ich glaube, dass etwas sehr, sehr Positives passiert. Meine Lieben, was diesen Wendepunkt einläutet. Eine Inspiration, eine Motivation oder auch die eigene Überzeugung. Ne? So, das kann es natürlich auch sein. Die eigene Überzeugung. Das ist mir in meinen persönlichen Legungen total aufgefallen in den letzten. Ne? So, ich spreche zu einem anderen Publikum. Ich spreche zu Menschen, die eine große Mission in der Welt haben. Ne? So, das kann auch spirituelle Mission sein. Ne? So, am Ende ist es das. Auch in dieser Sonne, da kommt immer ein Wort rein, das heißt Epiphany. Und Epiphany ist so eine richtige Erleuchtung. Ne? So, das ist so, das Gericht und die Sonne ist Epiphany. Wow. Ne? So, also irgendetwas erwacht da. Im Außen, in dir selbst, in der ganzen Welt. Was dieses Licht, das die Welt braucht, auch in die Welt bringt. Und
Ich nehme auch eine starke Verbundenheit hier wahr mit dem Hierophant. Ja, hier ist ein ganz starker Heilungsimpuls, meine Lieben. Acht Stäbe, die Mäßigkeit, das Ass der Münzen. Das, was hier passiert, zeigt, wo diese Heilung notwendig ist und zeigt aber ehrlich gesagt auch diese Heiler. Es zeigt diese Heiler, so nehme ich den Hierophanten wahr. Das kannst auch du selber sein, ne? So. Dass du zu deinen eigenen spirituellen Fähigkeiten erwachst. Dass du das mit dem Wir, ne? Ich und das Universum besser verstehst. Ne? Oder dass das deutlicher in Erscheinung tritt. Ich habe gerade erst eine Freundin von mir, die mich auch gerade sehr unterstützt in dem Prozess, in dem ich bin, gesagt, hey, was dir unglaublich viel Sicherheit geben kann, ist zu erkennen, dass du in den Situationen voll oft gewarnt wirst. Ne? So, sie hat mir eine Situation geschildert, wo sie eine Minute bevor etwas passiert ist, noch gesagt hat, hoffentlich passiert das nicht. Dann habe ich gesagt, hey, das war eine Message. Ne? So, das Gericht im Rider-Waite, das war eine Message. Vielleicht, weiß ich nicht, wird der Zugang zum Universum näher, das Calling klarer, die Worte, die Kommunikation, dieses Wir wahrer, das alles göttlich geführt ist, meine Lieben. Ne? So. Aber ich habe das Gefühl, dass unglaublich viel Erwachen durch positive Ereignisse. Erwachen durch positive Wendepunkte. Erwache durch spirituelle, göttliche Unterstützung, die eine Zeit der Heilung und des Neubeginns einläutet. Meine Lieben. Also in den nächsten Tagen ist irgendwie das, was ich gerade im Intro gesagt habe. Auf welcher Seite positionierst du dich? Ne? So. Bleibst du hier oder gehst du hierhin mit? Das wird sich irgendwie zeigen. Ne? Die Energie kommt in Fahrt. Es wird zwei so Ströme geben. Der eine wird wachsen, der eine wird mehr werden. Ne? Das ist, wir reden von langfristigen Prozessen. Aber noch sind wir in dieser 50-50 Spaltungsenergie und die werden weniger und die werden mehr. Die wassermännisch denkenden Menschen, ne? Soziale Gerechtigkeit, Liebe füreinander, Hoffnung, Vision, Gemeinschaft, Weiterentwicklung, Revolution. Ne? So, mir doch egal, das sagt mir mein Hund. Mein Hund ist in einer absoluten Wassermann-Energie. Aus medizinischer Sicht ist sie dem Tod so nahe. Aber sie sagt, mir doch egal. Mir doch egal. Denn ja, wir befinden uns auch, ich und mein Hund befinden uns in einer absoluten Zwischenwelt. Das, was ich weiß, die Fakten, dass sie dem Tod sehr nahe ist, dass die Blutwerte wirklich katastrophal sind, sagt mein Hund, mir doch egal, ich entscheide, wann ich gehe und wann das neue Leben beginnt. Ja, und in genau dieser Zwischenwelt werden wir jetzt sein und wir dürfen uns jetzt positionieren. Und diese Position behaupten, ne? Das ist schon auch wichtig. So, weil das Alte macht beim Sterben Lärm und das Neue darf dementsprechend laut werden. Ne? So, just saying. Okay, meine Lieben, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich sehe hier natürlich mit dem Turm, den hatten wir im Intro auch, ne? Ich sehe diese Wachrüttel, Schüttel, Umbruchsenergie, die wird auch stattfinden, ne? So, die wird auch stattfinden. In meiner Legung bleibe ich dabei, bei der Botschaft, die ich am Freitag schon hatte, eher durch positive Ereignisse, durch ein waches Bewusstsein, durch Optimism, ne? Durch ein positives Mindset, durch das hier, die Sonne-Energie, ne? Wir haben auch noch die ganze Löwe-Energie, die Menschen, die sich hier einordnen, die werden keine Ahnung. Den leichteren Weg gehen, ich weiß es nicht, aber wir klären das ab. Ich sehe hier genau, ne, so diese ja, Spaltungsenergie. Ich versuche ein bisschen mehr auf die individuelle Ebene zu kommen, mir
mir ist bewusst, dass diese YouTube-Legung gerade sehr kollektiv war, sehr allgemein betrachtet. Ich versuche das in der Extended-Legung auf jeden Fall ein bisschen auf dich und deine eigene Situation drunter zu brechen. Aber ja, wenn du dich hier angesprochen fühlst, wenn du mit dieser Botschaft in Resonanz gehst, hast du dir hoffentlich auch hier schon Botschaften rausnehmen können. Wie gesagt, ich lasse mich durch meine Legungen intuitiv treiben und es kommt raus, was rauskommen möchte. Zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft. Wenn du gerne Teil meiner Soul Family werden möchtest und darüber würde ich mich sehr freuen, findest du alles, was du dazu wissen musst, unten in der Infobox verlinkt. Genau, so, für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Die Welt, dein Umfeld und auch du wird das echte, wahre, authentische aufzeigen. Mit dem Gericht, ne, das hatte ich auch im Intro, mit dem Gericht habe ich das Gefühl, es ist schon ein bisschen auch Wassermann-Energie, in your face, ne, so. Also es wird sehr kraftvoll und deutlich sein, diese zwei Seiten. Ich will es jetzt einfach mal bei zwei Seiten lassen. Ne? Wo bist du? Was ist die richtige Entscheidung für dich, um dir treu zu bleiben? Was ist die richtige Entscheidung für dich, um deinen Werten treu zu bleiben? Was ist die richtige Entscheidung für dich, zu sagen, das wäre der Weg des Fortschritts? Das ist der Weg der Revolution, das ist der Weg in einen Neuanfang und das ist vielleicht auch der Weg, den ich so noch nie gegangen bin, weil, ne, Veränderung. Wir wollen ja raus aus unseren Glaubenssätzen, Wertvorstellungen, Systemen, Limitierungen. Wir wollen, ne, hier Stier-Steinbock-Energie, wir wollen da ja raus. Wir wollen ja, dass, wie soll ich sagen, dass wir die Potenziale nutzen, die in uns liegen, die in Beziehungen liegen, die in Situationen liegen. Ne? Das ist eine Chance, die Potenziale zu nutzen. Was davon darf gehen? Ne? So, zeig dein wahres Ich. Bleib dir treu, bleib deinen Überzeugungen treu, steh für dich ein. Ne? So, hab eine starke Präsenz. Sprich deine Wahrheit, wie gesagt, mit dieser starken Zwillinge-Energie, bleib deiner Wahrheit, denn das, was jetzt beginnt, ne, die Energie kommt in Fahrt, ist ein Prozess der kollektiven Heilung, der individuellen Heilung, der Heilung, keine Ahnung, deiner Themen, die Heilung deiner Themen. Sie beginnt jetzt. Jetzt, also ich bin mir sicher, für sehr viele hat sie ja schon begonnen, ne? So. Aber das ist nochmal so ein riesengroßer Aha-Moment, die kommende Zeit rund um diesen Vollmond, rund um diese Spannungsaspekte. Genau. Gut, meine Lieben, das ist, was ich heute für euch habe. Ich hoffe, diese Botschaft war hilfreich für dich. Vielen lieben Dank, vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss!